Meistens startet man ja mit Einwänden oder Befürchtungen. Würden Sie mal zwei, drei wichtige Befürchtungen nennen, wo Sie das Vertrauen hatten oder vielleicht doch auch ein bisschen komisches Bauchgefühl, wo sich dann aber zeigte, nein, das hört gar nicht auf. Ich war mir ganz sicher, dass es nicht schiefgehen würde. Allerdings war ich auch der Einzige bei uns im Unternehmen, der sich da ganz sicher war. Und unsere Führungskräfte haben den Untergang des Unternehmens gesehen, eben aufgrund der Freigabe, auch weil wir völlige Wissenstransparenz hergestellt haben. Also jeder kann alles sehen, was im Unternehmen stattfindet. Und wir nutzen Wikis nicht nur als Wissensdatenbank, sondern als zentrales Organisations- und Arbeitsmittel und auch Kommunikationsmittel. Und die Befürchtungen waren erstmal Untergang des Unternehmens. Die andere Befürchtung war, es wird einfach nichts passieren, das wird versanden, es wird sich niemand beteiligen, weil der Mitarbeiter gibt ja etwas sehr Wichtiges auf, sein Wissensmonopol. Er begibt sich ja in das Risiko, plötzlich austauschbar zu werden, wenn er mit anderen sein Wissen teilt. Und nach einer kurzen, zögerlichen Phase haben allerdings sehr schnell die meisten Kollegen gelernt, wenn ich mein Wissen teile, werde ich dadurch besser und schneller und ich habe einen riesen Vorteil dadurch und das wiegt mehr, als mein Wissensmonopol zu behalten. Und ab dem Zeitpunkt kann man sagen, ist die Aktivität in dem Wiki hochgegangen und das waren so die wesentlichen Argumente. Versandung auf der einen Seite, totale Anarchie auf der anderen Seite. Aus der Diskussion habe ich noch im Kopf, was mich an diesen Spruch, der Ton macht die Musik, erinnert. Sie haben gesagt, früher gab es so Foren, da war ein etwas salopper oder kritischer Ton üblich. Also unser Mitarbeiter-Wiki war nicht von dieser Erwartung geprägt oder hatte nicht das Problem. Die Mitarbeiterkommunikation hatte kein Tonalitätsproblem, das war mehr so auf Partnerebene bei unseren Franchise-Nehmern, wo wir eine Feedback-Datenbank hatten, das ist also eine Forum-Software gewesen, wo nach und nach der Ton unerträglich geworden ist. Also, zum Beispiel? Ja, da sind Beleidigungen drin gewesen. Und gegenüber praktisch Ihnen als Verbund. Genau, also Mitarbeiter der Zentrale sind dort also auf unflätigste Weise teilweise beschimpft worden. Mhm. Und wir haben dann eine Erfahrung von Wikipedia einfach genutzt, wo wir gesehen haben, Strukturen und Tonalitäten sind sehr stabil in Wikis. Wir haben dann also das Wiki vorbefüllt, haben eine sehr sachliche, aber schon humorvolle Art der Kommunikation da gewählt. Und haben dann eben Grundstrukturen angelegt und die ersten 4000 Artikel auch reingelegt von unserer Seite aus. Und wir hatten damit die Hoffnung, dass diese Struktur und die Tonalität eine sehr stabile Konstante darstellt. Und das hat sich tatsächlich auch bewahrheitet. Die gleichen Franchise-Nehmer, die vorher noch sehr unhöflich im Forum unterwegs gewesen sind, haben einen sehr sachlichen, konstruktiven Stil mittlerweile in dem Wiki mit drin. Das ist immer noch sehr offen, sehr kontrovers, aber überwiegend konstruktiv und Ausfälle sind super selten.